Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum CMS 2018. Ja, jetzt sind wir wieder in der Werkstatt. Immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Ja, ich habe heute sehr viel Zeit, deswegen ja. Aber es wird wahrscheinlich jetzt die letzte Folge sein hier, dann wieder. Und wenn wir dann wieder zum Aufnehmen kommen, wird hier der ganze Dekogramm wahrscheinlich schon wieder weg sein. Naja, finde ich aber auch ganz nett, wie gesagt. Wir müssen noch ein bisschen unser Sach aufräumen, dann können wir noch was reparieren. Ach, da haben wir noch einen Querlenker über. Ach, wir hatten wahrscheinlich einen übrig. So. Den haben wir jetzt noch komplett repariert. Dann gucken wir mal ins Inventar. Das ganze Schrott, also Altteile verkaufen. Ja. Die Reifen muss ich manuell. Da brauchen wir nichts mehr demontieren irgendwie oder so. Die werden komplett, wie sie sind, verkauft. Sind beide nicht schlecht, die Felgen und die Reifen. So, ein paar Tuning-Teile sind wir auch losgeworden. Egal. Haben wir natürlich auch wieder ein paar Fehlkäufe hier. Der Zündverteiler kann weg. Und die ganzen Stangen hier kommen, ist doch nicht euer Ernst. Für null. Das ist ja schon nichts mehr wert. Das hätte da einfach raushauen können hier, die ganzen Dinger hier. Warum muss ich das manuell machen? Eine Stange hatte ich zu viel. Ja. Na, ja, macht er nicht. Also, da die alten Zündkabel haben wir natürlich neue gekauft, zu viele. So. Die alten Zündkerzen können auch alle weg, ja. So. Damit kannst du ja eigentlich nichts mehr anfangen. Wie gesagt, du hast wirklich so einen Kunden, der nur 30% die Teile möchte. Die kann ich dem noch andrehen, aber warum? Mache ich nicht. Da habe ich kein gutes Gewissen. So, die Kolbenringe weg. Hat die Gummis, wenn man die einmal rausgenommen hat, dann braucht man die auch nirgendwo anders einbauen. Die sind ja schon spröder eigentlich. Das wäre nur eigentlich ein Risiko. Oder man ist halt fies, damit der Kunde baldmöglichst wiederkommen muss. Und dann knallt man in die neuen Teile rein, so richtig teure. Ja, aber manche Autohändler sind ja wirklich Halsabschneider oder manche Werkstätten. Da musst du so aufpassen, was sie machen. Aber das Thema hatte ich, glaube ich, schon mal. Dass die einfach irgendwelche Sachen machen, die eigentlich nicht notwendig wären, wie irgendwelche Spritzwasser auffüllen. Ja, hatte ich einmal auf der Rechnung stehen, hab gesagt, Leute, das Spritzwasser war voll, wo ich es gebracht habe, das Auto. Und das, was ihr verspritzt habt, das müsste ich exzentrig in Rechnung stellen, weil so geht es schon mal nicht. Aber ja, mach was dagegen. Oh, einmal Bremsbeläge waren übrig. So, so. Ja, man muss echt aufpassen, was die Jungs machen. Klar, da können die auch sagen, nö, das war nicht voll oder so. Man muss ja alles beweisen, immer bei uns, ja. Und hast du keinen Beweis, hast du eigentlich schon verloren, ne? Ja, aber die können es eigentlich auch nicht beweisen, oder? Ja, die können sich gegenseitig beweisen. Ich kann ja so sagen, ich komme ein Kumpel und sag, du bezeugst jetzt, dass das Ding voll war oder so. Aber dann ist trotzdem Aussage gegen Aussage und das bringt einem ja auch wieder nichts. So, da, die ganzen Sachen hier, also echt, die kann ich alle doch nicht mehr brauchen, warum? Wird das nicht als Altteil anerkannt hier? Oder Verschleißteil? Oder vielleicht, dass man irgendwo hier festlegen kann, wie hoch die Verschleißteile noch sein dürfen, dass sie nicht einfach verkauft werden. Das wäre auch eine Lösung. Ja, da die ganzen Ventile, Kipphebelbrücken hier habe ich zu viel gekauft. Da habe ich fast mich verguckt. Aber die wird man irgendwann loskriegen. Nehmen wir halt jetzt mehr Motorschäden an hier. Ja, eigentlich nicht, aber was willst du machen? So, haben wir jetzt die Liste mal geklärt. Gut, passt. Dann lass uns mal das Telefon zur Hand nehmen. Geldprämie. Ja, könnt ihr selber machen. Kein Gang, ja, Getriebe. Plymouth Roadrunner 440. Ja, der ist eh gleich weg. Wisst ihr was? Pam, weil er eh gleich raus wäre. Was haben wir hier? Rino Piccolo Bremsen. Ach, wie sich auch nicht machen. Pam, weg damit.
Ja, hier haben wir wieder ein 33% die Teile. Ein Rollet F-Mill. Was haben wir hier? Na, so ein alter Typhon. Hellcat. Alles no bonus. Repariere Teile der Karosserie. Einen Main M6. Alles jetzt nicht gerade die überragenden Reparaturteile. Fahrzeug startet nicht. Bremsen, aber das gefällt mir einfach nicht. Jungs, lasst euch mal bessere Aufträge einfallen hier. Delray. Es ist schwer, das Fahrzeug zu steuern. Abgaslastig, defekt. Ja, Aufhängung. Das gefällt mir schon zweimal nicht. Habe ich euch ja öfters gesagt hier. Komm, wir räumen mal hier auf. Vielleicht kriegt man neue Aufträge. Bremsen sind schlecht. Ich habe keinen Bock auf Bremsen. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Den könnten wir noch annehmen. Ne, kommt gerade nichts Neues rein. Ah, doch hier. Das Getriebe gibt beim Schalten Geräusche von sich. Na komm, das können wir machen. Getriebe mache ich eigentlich recht gern. So. Können wir den auch noch annehmen? Ah, die Reparaturannahme ist belegt. Okay. Ach ja, da steht ja noch die eine Karre da. Wo ich noch nie weiß, wo ich die her habe oder was da war. Habe ich die ersteigert oder... Ich weiß es nicht. Blockiert uns eigentlich hier komplett den Ausgang hier. Hä? Da habe ich Plusteile drin, Radnabe und so weiter. Okay. Wisst ihr was? Ich glaube, ich verkaufe den Karren hier einfach. So wie er da steht. Hä, Moment. Prämie für Restaurierung. Ja, null. Müsste ich auch erst restaurieren, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Bock drauf. Das habe ich jetzt einmal gemacht. So, weg damit. Jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz hier für unsere Aufträge hier. Hätte ich jetzt auch auf die Garage stellen können. Was haben wir denn jetzt hier? Den hat man hier schon. Klopfen in der Aufhängung. Klopfen. Tock, tock, tock. Da rasselt was im Getriebe. Aha. Nee, Leute. Will ich nicht haben. Wir nehmen das mal den hier vor. So, bitte mal auf die Hebebühne. Blödsinn. Jetzt habe ich darüber gestellt. Hebebühne habe ich gesagt. Ja, ja. So, wo drückt denn der Schuh? Ja, im Getriebe, da brauchen wir gar nicht groß irgendwelche Testsachen machen. Da machen wir mal zack. Ja, ich sag halt einfach, das sind so Sachen, da ist viel verdient dran. Oder die hast du schnell gelöst. Ja, übrigens, die Restaurierung hat mir auch von Erfahrungspunkten nicht viel gebracht. Ist da jetzt ein neuer Auftrag? Oh, ja, Moment mal, da ist ein Erfahrungsbonus. Den nehmen wir noch mit. Hier ein Jeep Grand Cherokee. Den hat man noch gar nicht, glaube ich. Dass es ein Jeep ist? Naja, gut, okay. Soll so sein. So, dann lass mich doch mal unter drunter gucken hier. Es hat doch so ein Unterbodenbrett da drunter. So. Wo ist denn das Getriebe? Ha? Na nü. Ach, das... Oh. Ach, das ist so eins. Warte mal, das ist hier angebracht. Ja gut, da komme ich jetzt wieder nicht dran an den Anlasser. Ja, ist alles klar. So, gut, wir müssen die komplette Achse zerlegen vorne. Leider. Ja, das weiß man natürlich vorher nie, wie das zusammengebaut ist. So. Naja gut, komplett müssen wir es nicht zerlegen. Wir müssen nur hier die Antriebswelle rausnehmen. Dasselbe auf der anderen Seite, das machen wir mal hier, dann müssen wir den Anlasser wegschrauben. So. Weg mit dir. Raus mit uns und runterlassen. Bzzup. Mal nochmal in den Telefon reingucken. Was haben wir hier noch? Bremsen sind schlecht, das kann sie sonst wo hinstecken. Auspuffanlage defekt. Dodge Challenger. Na komm, Auspuff nehmen wir mal hier an.
So, jawohl. Jetzt den Anlasser hier wegmachen. Einmal rumdrehen, das ist nicht schwer. Wo ist denn der Anlasser? Hier oben. So, weg mit dir. Ja, und dann wieder hochlassen. So, rein mit uns. Zwischenwelle, raus mit dir. Getriebe. Warte mal. Das Getriebe ist wahrscheinlich nicht so der Kandidat. 70%, okay. Ja, das Ganze hier, da ist ein kompletter Kupplungssatz wieder notwendig hier sozusagen. Bümp. Beziehungsweise, ich könnte da zufällig eine so eine Platte haben, oder? Ist das hier das, was das Teil? Ne, habe ich nicht. Minus. Aber so eine Scheibe hier, habe ich die? Nein, auch nicht. Okay, alles klar. Wollte ich nochmal sicher gehen. Also kompletter Getriebesatz, wenn man es mal so will. So, einmal Set zum Mitnehmen. Halt, falsch. Nein, möchte ich nicht. Getriebe. Nach unten. Also einmal zack, 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 zack. Alle vier Teile bitte. Müsste man so einen Satz wirklich zusammenlegen können. Einfach einmal Getriebesatz. Pam. So. Dann bauen wir die ganze Sache wieder an. Plus Schwungrad. Kupplungsscheibe. Druckplatte. Schraub, 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 Schraub. Halt. Ach, da ist die Schilette. So. Getriebe. Und wieder ranschrauben. Fünf Schräubchen, ne? Ja, fünf Schräubchen. So. Aber die Zwischenwelle wieder rein. Dann können wir auch wieder die Antriebswelle ranstecken. Wo jetzt welche war, weiß ich jetzt natürlich wieder nicht mehr. So, rein mit dir. So, der hat einen Turbolader, wie ich gerade gesehen habe sogar. So, hier die Welle rein. Schraub. Buffalo-Felge. So, lalala. Und das wär's dann hier. Autocomplete. Bis auf den Anlasser mal wieder. Ja, den kann man nämlich sehr leicht vergessen. Weil man den von der anderen Seite eben machen muss, von oben. Wie gesagt, finde ich immer ein bisschen bescheuert. Aber ja. So ist es halt. Warum macht man bei manchen Getrieben das von unten möglich und von anderen eben nicht? Wieso? Kann mir das jemand erklären? Das kann mir keiner wahrscheinlich erklären. So, Getriebe ist fertig. Arbeiterlohn, Abschlussprämie, Einnahmen. Jawohl. Schwupp, da haben wir jetzt XP bekommen dafür. Und was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir zwei Autos hier angenommen. Was haben wir denn hier? Fahrzeug geht nach der Zündung wieder aus. Okay, also das Auto wird gar nicht starten. Ja, okay. Okay, okay, okay. Du gehst mal gleich auf die Bühne vorläufig. Und du, was hast du für Probleme? Abgasanlage. Du gehst mal auf die Hebebühne 1. Ich schnapp mir mal kurz den Telefonhörer. So, da haben wir laut beim Beschleunigen Bullcap F. Was haben wir hier? Bläh. Nö. 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 Den da könnten wir auch annehmen. Ja, ich mache gern so kleinere Aufträge, damit wir mehr Autos durchnehmen können. So. Ich glaube, bei dem war das mit der, wie heißt denn das? Der Auspuff, genau. Wobei, mal ganz kurz einen Blick hier reinwerfen. Ja, ich sag mal, der Krümmer ist defekt. Aber da könnten wir sogar einen auf Lager haben, so wie der aussieht, weil so einen haben wir schon mal gehabt hier. 10%, ja, wir haben einen V8 UAV. Halt, nee, falsch, plus. Nee, haben wir nicht, schade. Reparabel ist der ja auch nicht, ne? Ja.
Jetzt habe ich nicht genau geguckt, wie der heißt, aber egal, das wird man finden. Nee, Abgaskrümmer ist unter Motor. Das ist ja immer das Blöde eigentlich. Abgaskrümmer, daher, das gibt den einzigen, der so farbig ist, ja. Deswegen kann man den hier ganz einfach unterscheiden von allen anderen. Hui. Da hat er gerade einen kleinen visuellen Laderuckler gehabt hier. Und was ist denn da noch kaputt? Das Flammenrohr V8 OHV. So, jetzt machen wir erst wieder den Abgaskrümmer rein, dann gehen wir von unten ran an die Sache. Gehen wir der Sache mal auf den Grund, wenn man es so will. So. Dann kannst du eigentlich wieder die Klappe zumachen hier, kannst du auch mal nach oben fahren. Ja, das ist auch lustig, der hat doch so eine richtige Stabantenne hier, so eine ausfahrbare. Muss man wahrscheinlich noch von Hand machen. So, das Flammrohr. Flammrohre haben wir keine da, ne? Nee. Nee, nur das eine Standardrohr. V8 OHV. Computer hier hinten, ja. So, das ist in der Abgasanlage. Flammrohr V8 OHV. Einmal hier, ja. So, also das sind halt so Sachen, die gehen halt ratzefatze hier, diese Aufträge. Die macht man gerade mal in 5 Minuten, wenn man es noch so will. Ja, in der 5 Minuten Pause. Nee, ist natürlich Schwachsinn, was ich da schon wieder von mir gebe, ne? So, und weg mit dir. Pam! Mann, immer noch kein Upgrade hier. XP-Upgrade meine ich natürlich. So, was haben wir denn noch? Ach, da haben wir noch was Schönes. Annehmen. So, jetzt ist man wieder hier. Was hat der für ein Problem? Auspuff, okay. Also auf den Hebebühne. Tja, man muss ja keine Abgase untersuchen machen. Wir sind ja nicht beim TÜV, aber ja. So, was haben wir noch? Aufhängung und Gang. Nee, will ich nicht machen. Lalala. Na, das lassen wir erstmal. Wir haben jetzt wieder genügend Autos dastehen. Was war denn bei dem kaputt? Ach ja, das war der mit Erfahrungsbonus. Bei dem war Auspuff. Das machen wir ganz schnell. Aber erstmal reingucken. Nicht, dass man umsonst hier. Ah ja, gut, das ist der Mittel. Okay. Klappe zu. Den kann ich schon mal gleich kaufen. Das ist nämlich Standardteil. Da gibt es nichts Großartiges. Mittelschalldämpfer. Jawohl. So. Schwupp. Raus mit dir und rein mit dem neuen. So geht's, wie bei Schmitz Kätzchen, ne? So, ablegen. Ja, 27 Dollar, Einnahme 164, toll. So, was war denn an dem los? Getriebe, okay. Also gut, auf die Hebebühne. Zack. So, nochmal das Telefon zur Hand genommen. Ist da was Neues? Ne, nur einer mit aufhängen, der ist gleich weg. So. So, bevor wir groß anfangen, machen wir erstmal gleich. Ah, interessant, die Haube geht nach vorne auf, so. Bevor wir großartig anfangen, machen wir erstmal hier den Anlasser weg. Ja, seht ihr, der ist jetzt von unten abmachbar. Dann können wir die Motorhaube wieder zumachen, oder wir könnten sie offen lassen, aber... Ja, wegen Licht zum Beispiel, ne? Ah, wir haben doch bestimmt so eine schöne Stablerleuchte, wo man irgendwo reinklippen kann und gut ist, und mit dem Magnet. So, dann Anlasser weg. Da tippe ich mir da auf den kompletten Getriebesatz. Was ist denn das hier für ein Ding? Ah, Ölfilter. Das ist der Rot. Ah ja, oder Rotier. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, Rot. So, hier muss die Kardanwelle weg. Darf ich mal? Nein, das war zu weit. Na. Darf ich dann mal zur Welle? Danke. Demontieren bitte. So, schraub, 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 schraub. Dann hier, schraub, 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 schraub. Ja. Einmal. Getriebe. Getriebe Rot A. Ja, das hatten wir.
ich weiß nicht, vielleicht einmal, oder? Ja, da ist wieder der komplette Satz an Getriebe zuständig hier. Weg mit dir. Kupplungsscheibe weg. Kupplungsscheibe, Schwungrad, ja. So, wir haben keinen Laptop, schade. Ja, das ist auch interessant hier. Wankel, also das ist ein Wankelmotor, genial. Also so ein Motor habe ich so in Realität auch noch nicht richtig gesehen. Warte mal, ja genau, kompletter Getriebesatz. Getriebe. 1, 2, 3, 4. Shuri Shuri, keine Ahnung wie das heißt genau. So. Hier vorne sind wir. Da spielt die Musik. Die Ölwanne ist auch sehr interessant. Einfach viereckig. Ja, vielleicht haben wir mal irgendwann die Chance, einen Wankelmotor auseinanderzubauen. Müssen halt nochmal gucken. So. Ja, da sammeln sich schon Müllteile an jetzt hier. Wir haben unser Inventar nicht aufgeräumt. Ich weiß. So, dieser Druckkopf hier noch drauf und das Getriebe wieder. Also diese Autos hier, die sind mir wirklich die liebsten, weil ich da im Getriebe einfach den Anlasser hier auch von unten abmontieren kann. Stopp, halt. Nee, also du brauchst keinen neuen Anlasser, das müssen wir schon mal feststellen. So, so das war's auch schon wieder, ne? Ja. Abgabe. Oh, Entschuldigung, der kann ja gar nicht wegfahren. Ich habe noch nicht die Kardanwelle angebracht. Wow. Schwerer Fehler. Alter Schwede. Da war ja was. So, aber jetzt. Jetzt sind wir fertig. Ja, Auftrag beenden. Gott sei Dank, sagt ihr mir das jedes Mal. Mann, kriegt man jetzt die Erfahrung nicht noch voll hier. Verdammt nochmal. Was haben wir hier? Lauter Auspuff Karosserie. Erfahrungsbonus. Annehmen. Das sind mir nicht die richtigen Aufträge. Erfahrungsbonus. Ja, ich weiß. Annehmen. Boah, das war knapp. Der wäre fast weg gewesen. So, jetzt haben wir wieder drei Autos dastehen. Ein schöner wie das andere. So, wer war jetzt wie was, wo? Ja, da seht ihr eine Menge. Schwammig. Nimm doch mal den SpongeBob raus. Dann ist nicht mehr schwammig. Ne, das packen wir nicht hier. Auf die Schnelle, immer helle. Warte mal. Inventar. Erstmal Schrott verkaufen. Ja. Ah, wir haben die Kiste bekommen. Okay, sehr schön. Ja, natürlich. Ich mache Geschenke so gern auf. Ein Keilriemen, was ist denn das? Das ist so ein Kompressor hier. Ja, Kompressor für ein V8. Ansaugkümmer Rot A. Einsammeln. Könnt ihr auch sagen, nein, ich will das nicht. Oh, Qualität 4. Interessant. Biep, biep. Was haben wir noch hier? Abgasanlage defekt. Moment, wenn wir ein bisschen jonglieren. Wir stecken den hier mal geschwind in den. Ah, Motor springt nicht an. Alles klar, dann stecken wir den eben nicht. Dann stecken wir den mal geschwind. So. Ich will das noch geschwind probieren, ob ich hier wirklich noch die Erfahrung voll kriege. So, der geht auf die Hebebühne. So, da gucken wir natürlich erst wieder vorne rein. Oh, das ist das alles neu hier. Wow. Ah, ich sehe schon das Problem. Der Cut wahrscheinlich. Ah, wir können ja mal kurz durchmessen. Der hat eine OBCC. Quatsch. Das war falsch. Aber naja, gut. Batterie ist voll. Und? Hallo? Okay. Ich glaube, das Spiel hat sich mal wieder aufgehängt. Es sollte nicht sein. Naja, wir haben ja gespeichert. Ja gut, Leute, da muss ich das Game jetzt mal wieder killen. Und den Karren hier eben, ja, haben wir dann halt nicht mehr.
Ja, ich hätte halt gerne noch einen Erfahrungsbonus gehabt, aber wie gesagt, das Spiel hat sich terminiert. Ich kann nichts mehr machen. Eingefroren. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also herzlichen Dank fürs Zuschauen von meiner Seite und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.